Juhu, endlich! Die Woche ist zu Ende und es ist endlich Freitag um 14 Uhr und es gibt ein neues Video von Jonne TV. Mein Name ist Lukas Müller und wir berichten heute mal nicht über eine Garnelenart oder Probleme in der Aquaristik oder über eine Fisch- oder Krebs- oder Schneckenart, sondern über eine Muschel. Aber auch nicht über irgendeine Muschel, sondern über eine Süßwassermuschel, die man im Aquarium halten kann. Heute geht es um die goldene Körbchenmuschel. Ich wünsche euch viel Spaß damit und Film ab. Goldene Körbchenmuschel, Carbicula javanicus. Die goldene Körbchenmuschel ist eine Muschelart, die vor allem durch ihre geringe Größe und durch ihre goldene Farbe heraussticht. Sie kommt ursprünglich aus Asien, aber mittlerweile ist sie auch in Europa beheimatet. Die goldene Körbchenmuschel ist eine der kleinsten Muscheln, die Platz in der Süßwasseraquaristik gefunden haben. Sie können im Durchmesser maximal 3 cm groß werden. Sie sollten in einer Gruppe von 5 Tieren gehalten werden. Eine Vergesellschaftung mit kleinen Fischen wie Guppies, Mollys, Garnelen und Schnecken funktioniert problemlos. Die Tiere sind Filtrierer. Sie filtern sich planktonische bzw. Staubnahrung aus dem Aquarium. Deshalb ist es bei dieser Muschelart angebracht, den Bodengrund seltener zu reinigen. Die goldene Körbchenmuschel ist sehr leicht zu halten. Schon ein Aquarium mit 25 Liter Inhalt reicht den Muscheln aus. Auch an die Wasserwerte stellt sie keine Ansprüche. Wir halten sie bei einer Carbonathärte von 8, einer Gesamthärte von 6, einem pH-Wert von 6 und bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Wenn ihr euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Haben wir das Interesse geweckt, auch mal eine Süßwassermuschel im Aquarium zu halten? Schreibt es mal ganz schnell unten in die Kommentare. Und hier kannst du das nächste Video oder das letzte Video von uns anschauen. Dort berichten wir über den Silberbeilbauchfisch. Und hier unten in der Ecke kannst du den Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Völlig kostenlos. Und wir sehen uns am nächsten Freitag im neuen Video wieder mit Schaust du gerne TV, wirst du gerne schlau. Bis dann.